Oder eine Frage aus der nächsten Zukunft. Geht Deutschland aus Afghanistan? Und da sage ich Ihnen, ich würde dort erst rausgehen, wenn ich woanders eine bessere Krise hätte. Ja, da stehen Sie wieder mit leeren Händen da und heißt, wohin mit der Bundeswehr? Und das ist doch wirtschaftlich alles ein Geschäft. Es gibt doch so einen Ausdruck, wie sagen Sie immer, totes Kapital. Es kann, aber es muss ihm nicht interessieren. Das ist das Gute an der Sache. Was ich hier mit Sicherheit nicht mehr erlebe, ist, dass es Roswitha während der Sportschau nicht anruft. Jedes Mal. Der Schiedsrichter hat die Päf noch nicht richtig zwischen die Zähne. Ruft das an. Heinz, guck schon wieder die Sportschau. Gell, ich rufe immer während der Sportschau an. Jo, der Kurt guckt an. Ich weiß, die Männer wollen dort dabei nicht gestört werden. Mich interessiert das ja nicht, aber die Männer wollen immer gucken. Ich will auch nicht stören. Aber ich habe Hilde getroffen, es saß, es Wäschpulver wäre im Angebot. Und jetzt wollte ich nur wissen, ob mir fahren solle oder ob ihr fahren. Da. Da freut man sich doch aufs Sterben. Wo ich gesagt habe, man weiß, was noch alles auf uns zukommt. Wo sie da immer schwätze von dem Klimawechsel. Weißt du, da, wie sagen sie, da, das Toyota-Protokoll. Da, weißt du, ja, ich bin auch kein Experte. Jetzt, wie haben sie gesagt, die Eiszeit, die wärmer wäre. Hm? Brauchst du doch nur eins und eins zusammenzuzählen. Kannst du ausrechnen, was auf uns zukommt. Hm? Wenn es dem Eskimo zu warm wird und auf der anderen Seite der Neger immer mehr kalte Fies kriegt. Und das ist jetzt keine Schwarzmalerei. Da machen die sich auf der Wehe da, zu einer, wie sagt man da, Volkswanderung von Nord nach Süd und umgekehrt. Und welche, wo die sich treffen? Das gibt ein regelrechter Schmilztegel. Und weißt du, was dann los ist? Dann ist Sodom und Gomorra die Hauptstadt von Europa. Und dann haben wir den Captain Igloo und den Onkel Benz da sitzen. Und von den anderen, die von links und rechts noch dazukommen, ganz zu schweigen. Und auf die Gelegenheit wartet ihr schon lang. Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwann mal auf die Post kommt und hin am Schalter steht er nie ganz verschleiert. Sagst du doch automatisch, hat er schon zu. Oder im Kaufhaus in der Gardinenabteilung. Da will ich nicht, sind das jetzt Stuffmuster oder Verkäuferinnen? Im Erich sei Frau, es Walburka. Sie finden das gut, dass die Frau den Schleier anziehe,
Weil, jetzt war wie jetzt gesagt, die Frau hätte lang genug für die Gleichberechtigung gekämpft. Sagt Hilde, es stimmt ja nicht alles, was es Walburg K. sagt, aber sagt, in dem Fall muss ich ihm recht geben. Sagt Hilde noch, wow, wie, die Männer müssen nicht immer alles an. Nee, man kann es mit der Emanzipation aber auch übertreiben. Das mit der ganz Emanzipation war mal eine Zeit lang eine Modeerscheinung. Ne? Inge Meisel noch gelebt. Ist es nicht so drauf ankommen. Ne? Was ja auch so ein Thema ist, da mit den Quotefrauen. Ne? Dort dem Walter Zimmer, der hat die Firma dafür Öle und Schmierstoffe. Der ist auch in der Politik. Und der sagt da, welche denn eine Quotefrau, sagt er, das wäre, wie, welche dem Propotz. Und er sagt, ja. Also in der heutigen Zeit geht in das seltenste Fall was mit rechten Dingen zu. Ich sage immer, wer nicht bestechlich ist, wird korrupt. Quotefrau hat es früher schon gegeben. Es waren damals die Trümmerfrauen. Ja, und da hast du nicht können mit so frommen Sprüchen kommen. Jetzt lassen wir die Kirche im Dorf, war ja alles kaputt. Und die Frau dummelt sie Hand mit der Hand geschafft. Heute schaffen sie mit dem Ellbogen. Und es ist heutzutage nicht alles. Viel, also vieles. Manches. Ein manches, was früher nicht in Ordnung war, muss man ganz ehrlich sagen, ist heute auch nicht besser. Im Gegenteil, auch schlechter. Und um deswegen noch einmal dort drauf zurückzukommen, habe ich zum Stefan schon ein paar Mal gesagt, machst du auf mein Grab mal eine dicke Platt, kriege ich von allem nichts mehr mit. Aber solange man lebt, muss man gucken, dass man seine Zeit herumkriegt. Ne? Gott, nein, ich noch zum Hilde gesagt, wir können noch mal das Wohnzimmer tapezieren. Man weiß, wie oft man es noch mache. Ne? Trinkt man seine Flasche Bier dazu, ne? Oder zwei, ist der Kasten auch leer. Und da kommen sie immer dann gleich mit ihrer Alkoholsucht. Ja, du lieber Gott, wer sucht, der findet. Wenn du so willst. Wie wenn ein Mann am Tag mehr wie 20 oder 30 Gramm reiner Alkohol, also im Konsum, wenn er der Alkohol grammweise zu sich nimmt, ne? Dann hat der kein Alkoholproblem, dann ist der tablettensüchtig. Frauen dürfen ja noch weniger Alkohol. Ne? Allein deswegen bin ich schon froh, dass ich keine Frau bin. Ne? Die tägliche Gewohnheit, die süchtig mache. Ich bin seit über 40 Jahren verheiratet. Täglich. Ich merke nichts von Sucht. Ich kenne Dodemet von heute auf meine Affäre. Sie gehen täglich schaffen, sind sie süchtig. Wie man bekäme Schweißausbrüche, dort anfangen sie zittern. Ja, die, wie sagt man da, Symptome, habe ich, wenn ich auf meine Lohnstreife gucke. Ne? Ich muss nicht jeden Tag Bier trinken. Kann auch mal Wahnsinn. Ach, die ganze Statistik gibt's auch nur, damit die Tabelle voll sind.
Ich bin doch kein Alkoholiker, nur weil ich manchmal besufft bin. Ganz normale Reaktion vom Körper. Oder wo sie als sagen, was sollt mit der Abstinenz aussetzen. Früher haben sie gesagt, jeden Tag ein Glas Rotwein, bleibt man gesund. Ich kenne einen, der hat in seinem ganzen Leben nicht einen einzigen Tropfen Alkohol getrunken, der ist 98 Jahre alt war. Das sind Ausnahmen. Aber kein Vorbilder. Das kommt alles doof von dem, wie sagen sie da immer, Pro und Contra, wirklich, wo sie sich gegenseitig vorwerfen, sie wären der Gegen. Genau wie ich damals unser Badezimmer neu gemacht habe, war der Meier kurz da mit einem Bekannten, der wollte sich das mal angucken, sah der, das ist alles nicht so einfach. Er sagt, was? Ja, so eine Wand zu fließen. Das habe ich alles selbst gemacht. Sah der Mann sieht's. Hei, sagt Gott sei Dank sieht man's. Also wenn man's nicht sehen tät, hätt entweder ich kein Platte an der Wand oder du kein Aue im Kopf. Der wollte nur, dass ich mich provoziere.